Moin, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich habe ein bisschen gewerkelt in den letzten Tagen. Und ja, so überlegt, wie kann ich meine Stanzen schön in Szene setzen. Das sind ja die Stanzen von der Kooperation mit Kokorosa Studio. Das sind zwei davon. Die dritte habe ich schon vorbereitet. Die zeige ich gleich. Habe ich auch schon ein Unboxing-Video gemacht, verlinke ich euch, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ja, und wie gesagt, ich habe mir überlegt, wie ich die schönen Zähne setzen kann oder was ich überhaupt Schönes damit machen kann. Und hatte irgendwie nicht so ganz eine Vorstellung ja, von Karten, die mir gefallen könnten. Und dann habe ich halt am Sonntag hier gesessen und habe meine Die-Cuts angeschaut, die ich alle fleißig irgendwie schon gesammelt habe in der Kiste. Und dann sind mir einige Baby-Kindermotive in die Hände gefallen und dachte so, wow, ja, das wäre mal eine Möglichkeit, vielleicht mal Babykarten zu machen. Also es flackert hier schon wieder das Licht. So, ich hoffe, es ist trotzdem hell genug. Ja, und drei habe ich gewerkelt, mit denen bin ich zufrieden und die würde ich euch auch gerne zeigen. Fangen wir mal mit der ersten Karte an. Also ich habe das ganz bewusst ja, ein bisschen sie geknickt. Müsste man noch ein bisschen platt drücken, aber es geht. Von Action sind ja die Kartenrohlinge alle. Dann habe ich das in hellblau ausgestattet. Also das ist die größte Stanze. Wie gesagt, die habe ich gerade in meiner Big Shot drin, weil wir gleich noch eine Karte zusammenbasteln wollen. Oder ich mit euch. Ja, habe das in hellblau ausgestanzt, weil ich fand, das passt gut mit dem Cardstock zusammen. Und alles andere sind Die-Cuts. Beziehungsweise hier oben habe ich noch, das war so ein Brett, so ein Storch. Da habe ich einfach das hinten abgemacht, das Metall, und habe es draufgeklebt mit Glue Dots. Ja, und alles andere, wie gesagt, sind Die-Cuts, die ich da so rumfliegen hatte. Und ich finde sie ganz so ganz gut geworden, ganz niedlich. Ich weiß auch nicht, warum das so gewählt ist. Liegt, denke ich, wirklich am Kleber. Ich habe Flüssigkleber benutzt. Habe ich bei den anderen nicht gemacht. Und von der wählen sich die anderen nicht so. Also das ist die erste Karte. Erstmal zur Seite. Dann habe ich mir überlegt, natürlich wieder Kraftstock und habe aber gedacht, oh ja, jetzt schon wieder nur den. Also, das habe ich auch in diesem, von dem Action-Papierblock ausgestanzt mit den Punkten. Und das gab es halt auch in so einem Lachsrosa, würde ich sagen. So richtig rosa ist es nicht. So ein, ja, so ein schöner Ton halt. Und habe gedacht, ach, warum nicht? Man könnte sie auch übereinander, also die kleinere Stanze. Also wieder die große, wie gesagt, und dann die kleinere Stanze habe ich mit das ausgestanzt und einfach drunter geklebt. Alles andere sind wieder Die-Cuts, die ich hatte, beziehungsweise da ist ein Brad, den habe ich aber auch so gelassen mit den Füßen. Und also einmal so durchgesteckt und dann von unten geklebt, die kleinen Füßchen. Ja, ich fand die Die-Cuts so niedlich. Und oben Little One. Das war halt auch schon fertig, also ein kleines Ich. Und dann habe ich hier noch so ein Epoxy-Sticker, was ich auch irgendwie noch so hatte in der Babykiste. Ja, das habe ich dann noch mit drauf geklebt. Das ist Karte Nummer 2. Und dann musste ich unbedingt noch eine dritte Karte machen. Das ist dann eine ganz normale weiße, also einen weißen Kartenrohling. Und da habe ich das halt, was ich in diesem Blauton habe, eben auch in, oder was ich hier oben auch verwendet habe, nochmal in groß ausgestanzt und diese super süße Maus drauf geklebt. Also irgendwie ist es schon dunkel, oder? Vielleicht. Und Hello Baby. Und dann ist die Karte eigentlich schon fertig. Also ich wollte da jetzt nichts noch extra dran rumtüfteln oder vollstopfen irgendwie. Das waren meine drei Kartenvorschläge für Babykarten. Ich werde die aber auch nochmal
fotografieren und bei Instagram hochladen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Abonnieren kostet da auch nichts. Genauso wie hier auf YouTube. Bitte gerne abonnieren. Und Däumchen nach oben und einen Kommentar da lassen. Wäre schön, wenn sie euch gefallen. Natürlich. Mir gefallen die sehr gut. So, jetzt hatte ich überlegt, ich wollte irgendwie noch eine andere Karte basteln, aber habe gedacht, nee, ich bleibe jetzt bei dem Thema, weil ich habe hier noch so ein paar Die-Cuts liegen und irgendwie wollte ich die jetzt noch ein bisschen mit verwursteln. Ja, zeige ich euch nicht. Ich mache mal das große Licht. Ich weiß nicht, warum das so dunkel heute ist. Vielleicht gibt es wieder Gewitter. So, ein bisschen heller. Und dann holen wir mal die Big Shot hoch. Ausgesucht habe ich mir jetzt auch den Kartenrolling hier und habe mir ein, ich weiß gar nicht, was es ist, beige, glaube ich, helles beige, habe ich mir zurechtgelegt, da schon die Stanze drauf. Ich benutze ja immer meine Magnetplatte. So. Dann werde ich die durchkurbeln und also sie lässt sich wirklich super durchkurbeln. Also ich mache einmal nur einmal hin und zurück. Wobei das jetzt ein bisschen dickeres Papier ist und da gehe ich nochmal drauf, weil da hatte ich das schon, dass es nicht ganz ausgestanzt war. So, das müsste reichen. Das ist schon richtig gut durchgekommen. Kann man ganz leicht entfernen. Also es ist eine total super schöne Stanze oder alle drei sind super schöne Stanzen. Und es ist auch richtig stramm. Also dass ich da auch jetzt nichts verwelkt. Und dann kann man das ganz einfach lösen. Normalerweise. Ja. Ja, das ist dieses Papier, ja, was sich ein bisschen anstellt, sich nicht an der Stanze. Vorführeffekt, so, und es lässt sich leicht lösen. Das allermeiste ist draußen, also jetzt da noch die paar Teilchen da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teilchen. Ist immer unterschiedlich. Aber so viel bleiben da wirklich nie hängen. Ich habe jetzt einige Mal schon durchgestanzt. Alles gut. Ja. Und so sieht es dann aus. Richtig schön. Auch mit dem Papier. Einfach weil es eine tolle Beschichtung hat. Und hier bleiben dann die Krümel liegen, die man dann auch ganz leicht entfernen kann. So. Alle mache ich jetzt nicht, nur dass ihr das mal gesehen habt, dass das alles leicht lösbar ist. So, und dann habe ich mir überlegt, weil das andere doch ein bisschen mehr so Mädchen, ja, geht auch Junge, aber überwiegend Mädchen, das wollte ich ein bisschen in die Jungenabteilung. Kann man auch für Mädchen nehmen. Das ist ja immer diese Frage, ne? Diese Gender-Frage. Und fand einfach dieses Blau mit dem beigefarbenen Cardstock einfach hübsch. Und dann sind da wieder meine Die-Cuts. Und jetzt gucke ich mal, wie ich das noch anordnen kann, ob sich das irgendwie lohnt. So rum oder andersrum. Mal schauen. Oder man kann es halt auch so rum machen. Ich mal überlegen, wie ich das haben möchte. Ja, vielleicht ist es quer ganz gut. Oh, ein bisschen nachschneiden, da sind manchmal so diese Pinöpsel da noch so dran, die mag ich nicht.
vom Rauslösen. Ja. Na, der da unten auch nochmal. So. Natürlich mittig einen Regenbogen am Ring. So, vielleicht. Oder leuchtet klarer. Teddy. Ich habe das ein bisschen gekürzt, dass man da so ein bisschen schief ausschaute. Das könnte man auch ein bisschen kürzen. Das gefällt mir auch nicht. Also, das ist besser. So ein kleiner Hase. Immer noch. Ein bisschen weiß dran, was man wegschneiden könnte oder was ich jetzt wegschneide. So, sieht er doch mehr aus, hat er doch mehr Füße. Also spitz auch nicht. So. Schaut besser aus, gefällt mir jetzt besser. So, dann könnten wir die vielleicht sogar da oben drauf setzen. Ach, das ist auch niedlich. Ich glaube, ich setze den da oben drauf. So. Ja, Regenbogen haben wir schon. Das ist auch so süß. Aber das passt jetzt nochmal drauf. Könnte man halt nochmal eine andere Karte machen mit. Oh Baby. Herzchen. Oder nur Baby. Passt das damit nicht so zusammen, Baby? Da habe ich nachher vor, das irgendwie mit dem Brad so zusammen, dass man das vielleicht ein bisschen hin und her bewegen kann. Das ist jetzt meine Überlegung. So, habe ich hier noch so ein bisschen gedöhnt. Jetzt schauen wir mal. It's a boy. Oh, sehr glitzerig, Baby. Dasselbe. Da noch so ein paar Chipboards noch dazu passen. Boy. Baby, Moment. Baby. Was? Das ist ein bisschen groß, ne? Das gehört doch nicht hin.
den damit hin. Mal raus da. Baby. Das sind alles so Anhänger. Das gefällt mir nicht. Wenn ich das wegschneide. Ich muss jetzt doch noch mal ein bisschen nachdenken. Das finde ich auch gut. Doch ein bisschen schwierig. Das andere muss man aufmachen. Ups. Das wäre vielleicht noch ganz schick hier mit dem mit der Wäscheleine. Gehen die mit ab. Oh, auch nicht alle. Oh, toll. Die da hin machen. Das ist auch niedlich, das passt auch. Naja, das lasse ich mal. Das sind so kleine Pünktchen. So. Dann kann man es auch mit Baby, dann ist es neutraler. Das ist egal, ob Junge oder Mädchen. Den finde ich ganz gut da. Kann man auch noch ein bisschen weiter runternehmen. So, die ist da mit hin. Jetzt gucken wir mal. Habe ich die jetzt gelassen? Groß genug ist. So ein Ding auf dem Kopf, oder?
Ja, also ihr seht es. Manchmal muss man ein bisschen puzzeln, bis man zufrieden ist. Ich weiß nicht, ob der zu klein ist. Und der geht. Also ich lasse mir... Also ich, wenn ich mir das überlege, was ich machen möchte, also da brauche ich immer noch ein bisschen. Meistens ändere ich das spontan wieder ab und deswegen dauert es bei mir meistens auch länger. Das knicke ich dann noch ein bisschen ein. Und dann kann sich der hier so ein bisschen bewegen. Den Brett. So. Das finde ich doch eigentlich ganz gut. Außer dass man diese weißen Pünktchen da sieht, das finde ich irgendwie nicht so schön. So viel Klebezeug, aber es ist besser, schaut besser aus. Ja, das ist gut. So, wenn ich da jetzt Baby, dann habe ich ja noch ein. Das wird mir zu viel. Jetzt gleich eine Nuckelflasche. Noch gut. So, jetzt ist schon drauf. Ach, Leute. Naja. Ach, das Band ist mir zu lang. So. Ja, ansonsten passt es. So, Baby. Es ist jetzt natürlich schwarz. Ist halt ein Die-Cut. Ja, könnte man stempeln, könnte man lassen. So. Und alles andere wäre mir schon wieder zu viel. Überlege noch mal kurz. Wenn ich halt mal vormachen können. Muss aber auch nicht sein. So, und von den Dingern hier. Da haben wir noch mal Baby, also der hier. Nee. Das ist mir zu überladen, das mag ich nicht.
Nee, das reicht mir auch nicht. Das reicht mir, das reicht mir. So, jetzt wird er geklebt. So. Tut mir leid, aber ich kann nicht so viel sprechen, wenn ich am Überlegen bin. Und wahrscheinlich seid ihr die ganze Zeit schon nicht mehr im Bild. Dann passiert nämlich sowas hier. Spiegelt mich gerade. Muss höher, ne? Was überhaupt passiert hier? Und dem, was ich hier getrieben habe. Also, ich mache jetzt mal das Klebezeugs drauf. Schon leer. Das reicht noch. So. Na. Heute ist das wieder schön. So schön. So. Das war weg. So. Brad, den hätte ich, würde ich dann noch ein bisschen verstecken ums Eck, wenn nicht so sichtbar ist. Ein bisschen biegen. So. Den kommt es da drauf. Ja, und dann war es eigentlich schon. Baby haben wir jetzt immer noch nicht, ne? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Baby? Oh Baby? Ja, oh Baby, komm. Machen wir drauf, oh Baby. Hm. Dünnere, weil ich das hier gerade zur Hand habe. Oh, Baby, Baby. Oops, I did it again. So. Dann ein bisschen sauber schneiden. Und schon. Oh, klebe ich da. Oh, Baby hin. So. Eine Lokomotive. So, und fertig. So sieht sie dann aus. Und ein bisschen höher, damit ich es wieder sehen kann.
So sieht die Karte jetzt aus. Das ist das mit dem Bretz. Da kann der Storch sich da bewegen, wenn er dann möchte. Ja. Also das ist nochmal eine kleine, schnelle, relativ schnelle Karte, wenn man dann weiß, was man kleben will. Eigentlich wollte ich ja mit meinen ganz anderen Die-Cuts hier was machen. Aber irgendwie finde ich das von der Farbe passt das auch super zusammen. Und ja, kann man dann abklappen. Kann man noch was reinschreiben oder halt auch nochmal ausstanzen, reinschreiben. Irgendwie so mit einem Bärchen. Könnte man auch machen. Also jetzt vielleicht eine andere Farbe. Müsste jetzt die Farbe nicht sein. Kann auch ein Gelb sein zum Beispiel. Oder einfach in klein. Das könnte man auch machen. Dass das Gelb wieder findet. Ah. So. Ich glaube, das machen wir noch. Wenn ich auf Flüssigkleber. Den anderen Kleber, den muss ich erst raussuchen. Das dauert zu lang. So, mit dem in die Mitte. Jo, und dann wird der kleine Teddybär ja auch süß. Und den Teddybär hier, den kleinen. Rein, so. Da ein kleines Auto. Ich bin heute aber auch irgendwie ein bisschen schief unterwegs. So, also dann kann man die Karte und dann klappt man es auf und dann hat man nochmal ein schönes Innenleben und kann dann da was draufschreiben. Oder halt auch nochmal einen weißen Cardstock da drauf kleben, wenn man auf weiß schreiben möchte, nicht auf dem gelben. Kann man sich überlegen, wie man möchte. Ja, das waren meine Karten. Ich räume doch mal schnell zur Seite. Ich zeige sie euch nochmal. Aufräumen hier. Also. Also das sind diese drei tollen Stanzen hier. Schaut mal rein in den Shop. Die haben noch jede Menge andere schöne Stanzen. Nicht nur Randstanzen. Günstig, immer wieder Angebote. Also lohnt sich bestimmt da mal reinzuschauen und eventuell auch was zu bestellen. Also die Qualität von den Sachen, die ich bestellt habe, ist 1A. Kann ich nicht dran meckern. Alles gut. Also, die haben wir zusammen gebastelt. Dann eine ganz schnelle Karte. Babykarte. Und die Karte, die sich da leider jetzt echt so gewählt hat, aber ja, sind die ein bisschen auseinander. Dann geht's schon. Und die finde ich auch sehr süß. Also, ja, das sind meine vier Babykarten. So, und dann wieder runter. Bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob sie euch aufgefallen. Ups, also, jetzt wackel ich so lange, bis ihr ein schönes Bild habt hier. Das wieder runter.
wie gesagt, ich werde es auch noch fotografieren und bei Instagram hochladen. Dann könnt ihr euch die nochmal in Ruhe anschauen, die Bilder. Also, mach's gut. Tschüss, tschüss.